published by Biosoft. TMS Studios. Trinity? Keine Ahnung. Trinity? Physics by Nvidia. Oh, das TM vergessen. Physics TM bei Nvidia. Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play von World of Cyberways Volume 3 inzwischen. Ich bin auch endlich angekommen bei London Underground und wir sind hier, ja, wie gesagt, in London. Im Untergrund natürlich. So, hier sieht man U-Bahn-Netze, weiß aber nicht, wie das jetzt hier in Verbindung ist, weil hier kommen immer irgendwelche Zahlen. Hier 101, 105, 943, immer durcheinander gewirbelt. So, wir gehen jetzt aber auf neues Spiel. Und Aufgaben. So, Einweisung, denke ich mal, braucht man nicht. Das habe ich nämlich schon mal irgendwann mal in früheren Zeiten kennengelernt, das Spiel. So, Springer. Du bist als heute als Springer eingesetzt. Übernimm deine U-Bahn-Zug. Deinen U-Bahn-Zug im Menschenhaus, so wird ausgesprochen, und fahre den Fahrplan nach Edgware Road. Wichtig, denke daran, deinen Zug vorschriftsmäßig betriebsfrei zu machen und auf Einhaltung des Fahrplans zu achten. Ach nö. So, ich habe mir die Aufgaben auch schon mal ein bisschen angeguckt und bin jetzt inzwischen hier angekommen. Bei 10. Verstärker 2. Am Vormittag ist durch eine Havarie ein Verkehrsstau entstanden. Wir brauchen dich als Verstärkung. Fahre von Edgware Road nach Menschenhaus. Dann musst du schnellstmöglichst wieder zurück. So, hier Spiel starten. Und wir laden London Underground. Hier, schön. London Underground zu sehen. Also das Zeichen für die U-Bahn. Dann da unten World of Subways. Mit dem O, was aussieht wie eine Welt. Und dann TML Studios. Ja, da sind wir nun. Wir hören das. Huchala, huchala, huchala. Beschreibung 10. Verstärker 2. Haben wir eben gelesen. Oh, nee, genau. So, steige in den Zug und mache ihn betriebsbereit. Hier ist der Zug. Wir müssen jetzt erstmal ans Ende laufen. Rücklichter einschalten. Zielanzeigelicht und Dingsbums einschalten. Dingsbums ist die Zielanzeige. Also auch das Fahrzeug reinmachen. Weil im Moment sieht die ganze Heckflosse so aus. Was war das denn? Egal. So, hier rüber. Dann einmal Rücklicht 1, Rücklicht links und rechts. So, dann noch das Anzeigelicht. So, also wie man merkt, ich habe mich schon ein bisschen damit befasst. Ich habe es auch schon seit längerem. Aber wir müssen jetzt nach Menschenhaus. Was ist das? Nein, das nicht. Ich finde es gerade nicht. Doch, da. Also, raus hier, Tür wieder zu. Zack. So, da steht drin im Menschenhaus. Und die zwei roten Lichter. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg hier ablaufen. Auf Gleis 3 sind wir hier. Was steht da oben? Platform. Free. Also, wenn wir das hier auf Englisch spielen, oder weil wir hier in London sind, spielen wir das auch ein bisschen auf Englisch. Hier, Platform Free. Da laufen wir gerade lang. Mein Zug. Der Train. Wie jeder wissen sollte. So. Tür erstmal zumachen. Dann Strom einschalten. Also Stromversorgung oder Stromabnahme, ach weiß ich. Wir haben auch eine Batterie drinnen. Dann Richtungsschalter, dann Bremsen lösen. So, wollen wir mal ausprobieren. Funktioniert. Musik. Na, egal. So, auf jeden Fall. Jetzt Lichter mal testen. Haben wir Bremstest durchführen. Zack. Oh, Bremse ist angezogen, Notbremse, rote Lichter. Und jetzt lösen wir das wieder, dürfte gleich auf grün umspringen, hoffentlich. So. Inzwischen habe ich jetzt die Fahrgastraumbeleuchtung und die Sitzheizung angemacht.
Und hier machen wir nur Lüftung an, Scheinwerfer, Armaturenbrettbeleuchtung, Sehanzeigelicht und Führerstandsbeleuchtung. So, die können wir noch einstellen. Hier, seht ihr, inzwischen auf grün, also Bremstest ist alles in Ordnung. So, hier setzen wir uns inzwischen hin und machen hier Menschenhaus rein. Wo haben wir's? Oh, Model Service, da sind wir schon einigermaßen zu weit. Hier. Menschenhaus. So. Dann einmal kurz auf die Uhr kicken. Um 13.05 Uhr haben wir Abfahrt. Dann einmal Programm noch. Quatsch. Ich habe wirklich alles eingestellt. Irgendwie fehlt mir hier was. Egal. So, Hammersmith City. Nein, wir brauchen Inner Rail. Steht ja auch unten. Dann Enter, Edge Railroad Start, nicht Select Destination, da müssen wir jetzt Mansion House reinmachen. Ja, wo haben wir es? Jetzt müsste es da sein. So, Enter, Press Enter at Starting Station. So, Automatic Ansagen oder weiß ich was das heißt, ANN, Enabled, sprich ist an. So, jetzt 5. Passt. So. Das wäre rein. Sonst fahren wir nicht los. So. Ach ja, was ich euch mal zeigen wollte. Hier, man kann die Türen öffnen. So, sieht es hinten aus. Und so sieht es hier aus. Guck mal. Man kann auch übrigens sowas machen. Sowas. Aber da wir jetzt los müssen, müssen wir hier etwas beeilen, denn der Zug hier fällt nur noch vor uns ab. Und dann müssen wir auch schon los. So habe ich mir das jetzt von der Zeit her angeguckt. Ja, wir müssen los. Aber da wir rot haben, Quatsch, so, müssen wir jetzt nur noch warten, bis der hier uns wieder freigibt. Und dann machen wir aber schon mal nur das. Diese Unschärfe hinten. Gut. So, jetzt schließen sich hier die Türen. Wir gucken mal, haben wir schon wieder grün. Das heißt, wir fahren ab. Mit 25 Meilen pro Stunde dürfen wir fahren und das nächste Signal zeigt uns rot. Brauchen wir gar nicht weiter beschleunigen. Ja, noch bremsen lassen. Kann man auf 0 runterbremsen. Paddington Circle ist unsere nächste Station in 766 Metern. Abfahrt ist um 13.07 Uhr. Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. So, wir haben es 13.06 Uhr. Also wir dürften noch pünktlich kommen. Hoffentlich. Wenn ihr uns jetzt hier mal weiter Signal freigibt. Das Gute ist, hier gibt es einige Unterschiede zu World of Surface Volume 2. Zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung werden hier endlich angezeigt auf erlaubte Geschwindigkeit. Und ja, man sieht auch die Züge richtig vor allem wegfahren und so aus dem Bahnsteig raus. Können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, nochmal beobachten. Aber ich denke mal, irgendwann in irgendeinem Let's Play werde ich euch das schon mal zeigen können. So. Ja, das ist einfach, auch die Menschen bewegen sich hier. Steigen ein, steigen aus, rennen richtig um den Zug. Wenn ich sage, this train is ready to depart, fangen die an zu rennen. Das ist cool. Ja, es ist einfach so ein Stück realistischer geworden. Ich muss echt sagen, Hut ab vor den Leuten, die das entwickelt haben. Ich bin echt froh, dass sie das entwickelt haben. Ich sag's euch, das Spiel ist das wert. So. Tralalala. Da wir hier nicht schneller als 25 Mal pro Stunde fahren dürfen,
ist das alles nicht so einfach. So, aber da kommt auch schon der nächste Bahnsteig. So. So, wir haben schon Abfahrt. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal die Türen schließen. Ach Quatsch, was mache ich denn? Zack. So. Seht ihr die Ränder, Der rennt da und kommt nicht rein. So. Türen schließen. Rennt anscheinend keiner mehr. So. Hier vorne meine Fahrertür schließen und Abfahrt. Hier dürfen wir jetzt inzwischen wieder mit 40 fahren. Und das heißt Vollgas. Joa, und zwischendurch mal ein bisschen erzählen hier. Ich war ja lange nicht mehr da. Aufgrund von vielen Alltagstätigkeiten, die ich verrichtet habe, musste ich weg für eine Weile, die ihr gesehen habt. Und ja, jetzt bin ich aber erstmal wieder da. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so, denn ich möchte nicht weit so weit weg oder so lange fallen. So, was ist denn noch Bechwater? So, da ist ein anderer Zug. Uhuhu. Ein bisschen schärfer bremsen. So. Hier haben wir schon Abfahrt. Und da. So, kommt keiner mehr. Und Abfahrt. Zack, so. Schon sitzen wir wieder. Und ja. Oh Gott, lass mich lügen. Was ist der nächste, was ist die nächste Station? Notting Hill, genau. Ja. Also es gibt hier viele Stationen. Ist ein schönes Fahrerlebnis. Was halt in jedem Simulator irgendwo fehlt, ist dieses Bremsgefühl. Das verleiht erst diesen Kick, finde ich. Also an Simulatoren. Aber na gut, wir spielen es auf dem Computer, da ist man schon froh, dass man überhaupt was spielen kann. Und deswegen, ja. Also dieses Spiel ist echt von der Qualität her Spitzenspiel seiner Zeit. Von den Futures. Ja, cool. Notting Hill Gate. Das war jetzt ein bisschen zu spät gebremst. Da musste ich jetzt echt die Notbremse holen. Aber na gut, alle Türen sind noch im Fahrgas. So, guckt euch mal diese Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante an. Da muss ich jetzt echt mal dazwischen funken und sagen, mind the gap. So, und dann gleich hinterher, this train is ready. Hard. So, und wir fahren mal ab. Mit einer Minute Verspätung. Das schöne Bild mal. Zack. Wir müssen ja auf unsere Strecke achten. Denn manchmal kommen hier sowas wie Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. High Street Kensington, nächste Station, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir sind wieder im Fahrplan, würde ich sagen. Denn um 13.14 Uhr ist Abfahrt. Wir haben es 13.12 Uhr. Wir haben Zeit.
heißt, wir können den Wagen jetzt eigentlich rein rollern lassen. Jo, mach mal. High Street Kensington, ein sehr langer Bahnhof, und nach dem Bahnhof haben wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 Meilen die Stunde. Ja. Und schon sind wir am Bahnsteig. Das ist der